Ich freue mich, diesen wunderbar gefüllten Saal zu sehen und den letzten Lightning Talk heute zu halten. Es gehört irgendwie dazu, ein kleiner Talk zu Flutter. Ich bin the one with the braid und ich versuche euch heute nahezubringen, weshalb Flutter toll ist und weshalb ich Flutter gerne mag. Was ist Flutter? Flutter ist ein sogenanntes Software Development Kit. Das heißt, es ist nichts anderes als ein Satz an Dingen, mit denen ihr schöne Software entwickeln könnt. Kleiner Abstract von dem Talk. Ich werde einmal so eine kleine Einführung in Flutter und die Programmiersprache Dart, die dazu verwendet wird, geben. Danach schauen wir uns an, wie ihr Flutter für einfach installieren könnt. Und danach schauen wir uns nochmal an, wie Flutter aufgebaut ist. Und zu guter Letzt schauen wir uns an, was so eine kleine Besonderheiten, was es da so gibt. Das wird jetzt natürlich potthässlich dargestellt. Irgendwie, da kann ich jetzt nichts für. Das wäre jetzt ein Dart-Programm und eigentlich sollte es schön aussehen. Dart ist relativ ähnlich wie viele andere Programmiersprachen. Es ist etwas von Visual C inspiriert. Es hat zwei Arten von Zahlen, Ints und Doubles. Strings sind relativ einfach deklarierbar, ohne Unterschied mit doppelten Anführungszeichen und einfachen Anführungszeichen. Mehrzeilige Strings sind direkt integriert, müssen nicht mit Backslash N escaped werden und können einfach durch dreifache Anführungszeichen deklariert werden. Dart ist eine moderne Sprache, das heißt, es werden Arrow-Functions angeboten, das heißt, ich muss mir die Funktionen nicht alle rausschreiben, sondern ich kann sie direkt inline deklarieren. Das ist jetzt beispielsweise etwas alter Dart-Code. Dart ist seit Version 2.12 null-safe, das heißt, ich weiß auch, ob etwas kaputt geht bei mir oder nicht und Typisierung kann wunderbar automatisch geschehen. Das macht die Sprache total anfängerinnenfreundlich. Und das ist der Grund, weshalb Flutter selbst eben auch total anfängerinnenfreundlich ist. Installiert für die Leute, die sich hier auf einem Hackathon rumtreiben, lässt sich das ganz einfach mit Git tun. Ihr müsst einfach das Git-Repository von Flutter klonen, danach einmal eure Umgebungsvariable anpassen, dass Flutter, dass der Pfad zu Flutter da eben drin ist. Ansonsten die großen IDEs wie IntelliJ, IDEA bzw. Android Studio und Visual Studio Code, die bieten Flutter-Plugins an, mit denen ihr euch den Spaß sparen könnt. Was ist denn Flutter selbst? Wir haben Flutter, das ist das Framework, das ist dieses Software Development Kit, was so toll ist. Und mit dem könnt ihr, das ist das, was ihr so seht, wenn ihr damit arbeitet. Ist total angenehm zu verwenden. Da gibt es Widgets, was das ist, werden wir uns gleich anschauen. Und darunter ist quasi das, mit dem wir alles nichts zu tun haben und das, was wir uns eben mit Flutter einsparen. Also, wo wir uns anschauen müssten, wie ich Sachen jetzt rendere, wie Dinge angezeigt werden, wie ich irgendwelches Multithreading aufsetze oder so. Oder noch ganz schlimmer, eben direkt hardware-nahe Low-Level-Programmierung. Das ist etwas, was für AnfängerInnen einfach nicht geeignet ist. Und dementsprechend spart uns Flutter den Teil weg. Und wir müssen uns nur um das Einfachste, nämlich um das Oberste, das, was wir tatsächlich sehen wollen, kümmern. Genau, was können wir mit Flutter machen, beziehungsweise was sind Vorteile gegenüber anderen häufig verwendeten Frameworks, zum Beispiel React, beziehungsweise dem Pendant React Native in Mobil-Apps. Flutter basiert nicht auf JavaScript und das hebt es von vielen anderen Frameworks ab. JavaScript hat eindeutig ein Existenzrecht, allerdings hat es die Eigenschaft, zum Beispiel auf Mobilgeräten, dass Apps häufig sehr viel langsamer sind, wenn sie in JavaScript geschrieben sind, da JavaScript erst interpretiert werden muss und eine Browser-Engine dahinter sehr schwerwiegig ist und Flutter produziert dagegen native Apps, die eben dementsprechend performanter sind. Was auch sehr schön an Flutter ist, es bietet wahnsinnig viele vordefinierte Widgets, nennt sich das, die euch, es euch erlauben, total einfach schnell schöne Apps zu erstellen. Ihr braucht euch nicht darum kümmern, dass die App einmal für iOS entwickelt wird, einmal für Android und dann noch die Webversion, weiß ich nicht was. Das macht Flutter für euch alles automatisiert und sieht eben auf allen Plattformen prinzipiell gleich aus, aber passt sich dem der User Experience der einzelnen Plattformen an. Und das ist etwas, was es sehr genial macht. Und eben, weil nativer Code rauskommt, beziehungsweise wenn ihr es als Webseite kompiliert, JavaScript, habt ihr keinen Performance-Verlust im Vergleich zu nativer Entwicklung, beziehungsweise fast keinen Performance-Verlust. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal das Wort Widget erwähnt. Was sind Widgets?
Widgets sind quasi einfach erstmal Dart-Objekte. Die lassen sich verschachteln, wie ihr es aus HTML kennt, wie ihr es aus XML-Dateien von zum Beispiel Android- oder iOS-Entwicklungen kennt oder Qt-Entwicklungen. Aber es ist eben nicht ausgelagert in irgendein anderes Format, sondern Widgets sind eben direkt Dart-Klassen. Das hat einen ganz einfachen Vorteil. Ihr könnt sie total einfach wiederverwenden. Ihr habt es nicht aufgeteilt in verschiedene Sachen. Ihr könnt es direkt sehen, total einfach bearbeiten. Und davon gibt es zwei große Arten von Widgets. Sogenannte Stateless Widgets und sogenannte Stateful Widgets. Stateless Widgets werden quasi einmal erstellt, werden einmal initialisiert, kriegen irgendwelche Daten und dann werden sie angezeigt. Und wenn sich irgendwas in dem Widget, was da drüber ist, also zum Beispiel, wenn wir in HTML denken, das Main-Element, wenn da sich was ändert und das enthält einen Text, dann wird der Text einfach neu gemacht. Stateful Widgets werden nicht einfach neu gemacht. Stateful Widgets haben, wie der Name indikiert, die haben eben einen Status, die haben einen Zustand, in dem sie sich befinden und der ändert sich nicht so einfach. Das heißt, damit könnt ihr ganz einfach irgendwie Dinge verändern, auf Eingaben reagieren. Ein Beispiel wäre da die ganze App, irgendeine sich aufklappende Box oder so. Das sind Stateful Widgets, weil die verändern sich. Denen wird gesagt, jetzt bist du größer, jetzt bist du kleiner oder so. Das ist eben die Idee von Stateful Widgets. Und die Unterscheidung zwischen diesen beiden Widgets-Typen erlaubt es eben, dass, wenn sich etwas auf dem Bildschirm ändert, wirklich nur das Neue gerendert wird, was sich auch geändert hat, was eben die Performance sehr stark verbessert. Jetzt wollte ich eigentlich ein Code-Sample öffnen. Ich habe nur leider gerade keins. Deshalb versuche ich mit einem sehr schönen, kleinen, hässlichen Code-Sample, was hier reingecodet ist, das zu erklären. Das ist eine Flutter-App. Das ist so ziemlich die kürzeste und wie dieser Text verdeutlichen wird, hässlichste App, die ihr je gesehen haben werdet. Es ist prinzipiell total einfach. Ihr erstellt eine Dart-Datei, in der eine Main-Funktion steht und da müsst ihr einfach das Kommando run-app ausführen und dann, ab dann, alles, was in run-apps ist, sind Widgets. Und da könnt ihr ganz kreativ sein. Material-App erstellt euch eine App, die zum Beispiel aussieht, wie ihr es von Android gewohnt seid. Und dann, was der Home ist, ist das, was letztendlich da drin zu sehen ist. Normalerweise ist da ein sogenanntes Scaffold-Widget drin, was eben quasi so dieses große ganze Aussehen von einer Android-App abbildet. Ein bisschen größeres Beispiel, ich hoffe, das ist jetzt hier einigermaßen zu erkennen, das ist ein Stateless-Widget. Ihr werdet in Flutter, wenn ihr sauberen Code schreibt, immer selbst kleine Komponenten definieren. Also nicht mit den vorgefertigten Arbeiten, sondern zum Beispiel einen kleinen Komponenten. Ich sehe übrigens gerade, das ist etwas veralteter Dart-Code. Denkt euch diese Ads weg, die gibt es nicht mehr. Das steht ohne Ads inzwischen. Diese kleinen Komponenten werdet ihr euch umdefinieren, damit ihr eben weniger Arbeit beim Erstellen von Sachen habt, damit ihr kürzere Dateien habt. Hier wird jetzt zum Beispiel ein Widget erstellt, das bestimmte Eigenschaften hat. Das hat irgendwie einen Score, eine ID und einen Timestamp, die es bekommt. Und letztendlich macht es dann damit was. Das spart euch durch, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr das von der API lest, müsst ihr nicht den Teil, der da unten steht, selbst irgendwo anzeigen, sondern ihr erstellt dann letztendlich nur noch eins von diesen Widgets. Und weil das Widget selbst nichts macht, außer irgendwas anzeigen, ist es ein Stateless Widget. Was soll das auch speichern in einem Zustand? Es hat keines. Es ist einfach da. Dahingegen gibt es das Stateful Widget. Ich habe das jetzt etwas abgekürzt, weil es eigentlich aus zwei Teilen besteht. Das ist jetzt quasi der relevante. Das ist der Zustand. Da gibt es einmal einen sehr wichtigen Teil, den Init State. Das ist quasi das, was, wenn das Widget erstellt wird, erstmal geladen wird. Da wird jetzt irgendwas, ja, da wird erstmal der Super, also von dem von der Klasse State, wird das Init State aufgeladen und da könnten wir jetzt noch tolle Dinge reinpacken, wie zum Beispiel lade irgendwelche tollen Dinge vom Server oder sag mir, dass ich Einhornhörner mag. Dann gibt es einen wichtigen Teil, das ist die Build-Methode. Da steht drin, was das Widget, wie das aussieht. Und da stehen eben auch so schöne Dinge drin, die abhängig sind, zum Beispiel von dieser Variable. Das wird einfach während des Bilden, also während des Renderings des Widgets, wird geprüft, wie diese Variable ist. Und die wird eben an anderer Stelle geändert. Und sobald ich die ändere und dann das ganz prominente und ganz wichtige Statement setState aufrufe,
ist das Widget geändert und es wird eben das angezeigt, was ich dann geändert habe. Aber es wird nicht die ganze App irgendwie neu gerendert oder viel gemacht. Es wird wirklich einfach nur das kleine Widget, was ich gerade wirklich ändere, wird neu gerechnet. Wenn ihr mehr Informationen zu Flutter haben wollt, gibt es verschiedene Internetseiten, die sehr empfehlenswert sind. FlutterX.com gibt es verschiedene Tutorials, sehr anfängerinnenfreundlich. Unter api.flutter.dev seht ihr, was Flutter alles bietet, ganz schön praktisch als API-Referenz. Dann gibt es noch etwas, nennt sich Widget-Katalog. Da sind alle offiziell von Flutter verfügbaren Widgets indexiert unter flutter.dev/docs. Und letztendlich, falls ihr keine Lust habt, Flutter zu installieren, sondern einfach nur mal rumspielen wollt, gibt es das dartpad.dev. Da könnt ihr eben einfach online Dart-Code und Flutter-Code im Browser schreiben und das, ihr seht sofort, was ihr da tut. Könnt ihr gerne gleich mal herumspielen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Die Slides sind unter CC BY SA 3.0 verfügbar.